Hallihallo, liebe Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Let's Battle Total Annihilation Kingdoms. Let's Play ist ja schon etwas her, ich weiß. Ja, ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, ja Mensch, was will er denn heute zeigen? Und ich sag's euch mal, Freunde, wir gucken uns heute mal wieder eine Mission an. Und zwar die Last Iron Plague Mission. Hier noch mit unserem guten Udo. Ja, mit irgendjemand anderem spiele ich hier gar nicht mehr. Ja. Gut, das ist hier Kapitel 1, Last Optional Map nennt die sich. Und Last Optional Map ist eigentlich ein komplett falscher Name, aber wir starten mal. Ja, dann werdet ihr sehen, was es überhaupt für eine Map überhaupt ist. So, Kapitel 1, Last Optional Map. The four monarchs of Darien are pressing in from all sides. Their forces must be vanquished? Was heißt vanquished? Ich denke mal irgendwie so vertrieben, verbannt oder so. Na gut, vanquished vom Creon. Ich weiß nicht mehr, wie man vanquished ausspricht, also von daher ist auch egal. Gut, the sage must be kept alive. Ja, alles klar. So, und im Grunde genommen kennen wir diese Map auch schon. Das ist nämlich die Map, diese eine Map. Ja, die wir in der letzten Iron Plague Mission hatten. Es ist nämlich die, ja, es ist im Grunde genommen ein dieselbe Map, wie ich schon mehrmals sagte. Und es ist im Grunde genommen aus der Sicht von Creon wird hier gespielt. Ich habe diese Map auch schon unter anderen Namen gesehen und zum Beispiel unter Creon's Glory oder Father's Day. Ich glaube Father's Day war der offizielle Name davon. Nur aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt eine abbekommen, die mit Last Optional Map betitelt wurde. Ein epischer Name, ich weiß. Und im Grunde genommen war das gerade gelogen. Also das mit dem epischen Namen. Gut, dann da... genau, der da darf da das da schon mal bauen. Und wir müssen jetzt eigentlich ziemlich schnell sein, denn diese Mission ist um einiges schwerer als die letzte offizielle Iron Plague Mission. Ich habe schon so einiges zu dieser Mission hier gehört. Ich habe gehört, die soll eigentlich ein Easter Egg sein, soll irgendwie in der Iron Plague, im Iron Plague DLC als irgendwo versteckt sein. Und nun ja, ich dachte mir so, ja Mensch, ich habe jetzt überhaupt nicht gefunden darauf. Ich habe sogar die ganze CD durchgesucht. Ja, auf der ganzen CD. Ich habe die hier noch. Und ja doch. Und ja, ich habe die jetzt irgendwo aus dem Internet gefunden und war jetzt auch recht froh, die überhaupt gefunden zu haben. So. Speer haben wir, sehr schön. Jetzt könnten wir auch noch ein bisschen Verteidigung gebrauchen, wie zum Beispiel Bombsprinkler. So. Und du da darfst mal eine Akademie bauen, hierhin. Und du darfst einen zweiten Mana-Amplifier bauen. Haben wir wirklich alles schon zugebaut? Ja, haben wir. Gut, dann reißt da nochmal einen ab. Warte, wie war das nochmal? Was? Das hier? Nee. Gut. Steuerung D. Und du darfst dann diesen Mana-Amplifier bauen. Sehr schön. Gut, wir sind jetzt ein bisschen im Minus, aber das muss auch ein paar Opfer bringen. Also im Nachhinein betrachtet, war das doch keine gute Idee, jetzt einen Bombsprinkler, eine Akademie und einen Mana-Amplifier zu bauen. Aber gut, ich muss ja schnell sein, ich muss ja wirklich schon sehr schnell sein. Und anders als in der in Mission 25, ist das hier so, dass ich hier alle vier Herrscher von Darien besiegen muss. Ja, in Mission 25 hat es ja gereicht, wenn die Kreoniten, ich habe immer, glaube ich, früher gesagt, mal die kreonischen Soldaten oder sowas, egal, die Kreoniten, wenn, da hat es ja gereicht, wenn die nur einen besiegt haben, ja. Und wie gesagt, hier ist es ein bisschen anders, hier muss ich alle vier besiegen und ich bekomme hier keinen Aerial Juggernaut. Einfach so. Die Kryoniten hatten ja sonst immer einen Aerial Juggernaut da irgendwo auf einem aus nichts bekommen. Voll befördert und alles, ja. Und jetzt, huch, nein. Ihr solltet weiterhin spähen.
So, so. Okay, gut. Die patrouillieren da ein bisschen jetzt erstmal und zack. Und zack. Komm mal hier rüber, mein Jung. So, und ihr drei, ihr spielt jetzt hier ein bisschen so im Süden. So. Alles klar. Jetzt brauche ich nochmal drei Leute. So. Ihr da, ihr steht da schon ziemlich perfekt zusammen. Und ja, macht ihr nochmal eine kurze Patrouille. Alles klar. So, und jetzt bilden wir Neodranks aus. Viele Neodranks. Ja, ich weiß, es ist wieder hier so eine totale Luschi-Taktik hier. Aber ganz ehrlich, anders kriegt man das nicht hin. Gut, ich bin schon sicher, dass man das anders hinkriegt. Allerdings bin ich schon ziemlich aus der Übung, was die Ergebnisse betrifft. Ich habe echt schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Ich habe zwar hin und wieder mal ganz gerne so ein paar Maps gebaut, die habe ich immer wieder gespielt, aber das war immer wieder so zwischendurch, so ganz, ganz kurz dann auch. Ja, und oh, guck mal, wir sind immer noch im Mana Plus. Das ist sehr, sehr schön. Wir können uns sogar leisten, also Neodranks auszubilden und ein Prismatic Mirror zu bauen. Tortoise Panzer ist leider nicht mehr drin. Gut, 50 Stück sollten erstmal reichen. Neodrank, schnell. Flieg, 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 flieg und sieg! Auf den da, auf den da, auf den da. Sehr schön. Diese merkwürdigen Darienwesen. Warte mal gerade, die will wirklich, die verschwendet wirklich ihre Geistermagie auf einen Speer. Ein ganz popliger Speer. Guck mal, Basilisk wird jetzt... Ich wollte den Basilisk einfrieren, damit das ziemlich cool ist. Ach, das wäre so eine schöne Ironie gewesen. Ach, schade. So, jetzt schnell hier rüber. Bombsprinkler. Bombs. Was zum... Oh. Schnell. Alle hier rüber. Wir müssen sie einfach in die Flucht schlagen. Das ist das Wichtigste. Okay. Warum greift Zone von dieser Seite aus an? Was ist los mit denen? Was ist mit Aramon los? Warum? Ja, ist mir jetzt auch Wumms. Okay. Dann... Wartet mal. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Irgendwoher... Aramon. Hass. Hass. Guck mal, die haben sogar voll beförderte Türme hier. Die haben hier schon alles. Helligrin haben sie sogar hier stehen. Ah ja, der, ich glaube, der war sowieso dabei. Okay. Aber wo ist jetzt dieses... Ja, ich weiß schon, was ich meine. Das Wurfgeschütz. Davon war die ganze Zeit die Rede. Aramon muss als erstes sterben. Elsen muss als erstes sterben. Meine ich. Doch zuerst müssen die da oben sterben. Ugh. Los, Frostattacke. Nein, das war ja ziemlich heroisch. Nicht. Die haben jetzt alle ihre Superattacke auf diese blöde Katapult da verwendet. Ugh. Das sieht so ekelhaft aus hier. Hilfe! Also meiner Erinnerung, ich habe diese Map ja schon mal gespielt und auch geschafft. Das will ich betonen. In meiner Erinnerung hatten die nicht hier schon alles zugebaut, aber okay. So, jetzt erstmal da auf diesen Kanonenturm. Ugh.
Warte mal. So. Ich will jetzt noch eine Akademie bauen und ein paar Beast Rider ausbilden. Die Dinger halten ja um einiges noch aus. Oh oh, weg da. Verdammt. Let's use the frozen death. Okay, dann müssen wir es ein bisschen anders regeln. Pass auf. Erstmal dann der da weg. Damit ich schon mal sagen kann, ey, ich hab da einen jetzt besiegt und so. Nee, naja. Ach, guck mal, wir haben so eine ganze Panzerarmee jetzt hier stehen. Und ich habe damit nichts so anzufangen. Das war echt super gespielt von mir. Ich weiß, ich muss erstmal reinkommen. Ich glaube, diese Mission ist nicht wirklich gut. Nicht wirklich dafür gedacht, um erst wieder hier in irgendwas reinzukommen. Ja, na gut. Nein, nicht die Panzer. Den da. Und jetzt kann ich gleich sagen, hey, Erfolgserlebnis! So, ein dunkler Steinmetz. Ja, diese Festungen halten irgendwie mehr aus, als ich in Erinnerung hatte. Wenn ich nur einfach jetzt einen Luftschlag ausüben könnte. Verdammt! So, Beast Rider. Beast Name, So, ich sag jetzt einfach mal unendlich viele. Ich brauche unendlich viele. So, von allen Seiten muss jetzt beschützt werden. Vielleicht sollte ich auch als erstes Locken umbringen. Einfach nur, weil er es verdient hat. Er hat hier keinen vernünftigen Grund, hier zu sein. Ich meine ja, gut. Elsin und Kirenna, also, ja gut, eigentlich, gut, nicht mal Kirenna wirklich. Eigentlich hat ja Kirenna als erstes ja die kreonitischen Schiffe angegriffen. Und, also sie selber hat ja nicht mehr angegriffen, sondern ihr Kommandant da oder was auch immer war, dachte sie erstmal, die kreonitischen Schiffe wären die tausianischen Piraten. Und warum, wo steht ihr alle hier unten? Ihr seid doch alle zu nichts zu gebrauchen. Ja, Troy, jetzt bist du auch noch von diesem blöden Wurfgeschütz angegriffen. Okay, ich weiß, aus welcher Richtung er schießt. So. Mäh. Das wollte ich mal gesagt haben. So, warum ist unsere Neos? Hier haben wir unsere Neos. So, ihr seid jetzt Gruppe 1. Und jetzt suchen wir erstmal nach diesem Wurfgeschütz. Das scheint irgendwo hier in der Nähe zu sein. Ich hör's. Hier. Du und du hast nicht gezahlt. Ich frage mich, wie man hier rauskommen soll. Diese voll beförderten Türme machen mir ein bisschen Sorge. Nein. Gut, die erschießen sich alle gegenseitig. Moment. Einmal hier drauf. Jawoll! Oh. So, jetzt erstmal hier auf die da. Und ich denke mal, sobald die Zeit kommt, dann werde ich auch mit einem Aerial Juggernaut angreifen. Oder vielleicht sogar mit Garakarius selber. Das wird cool. Ich freue mich schon drauf. Okay, ich hab eine Idee. Noch dazu muss ich das hier abreißen.
So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Mana-Probleme bekommen. Aber letzten Endes, sag mal gerade, wo ist mein Chief Engineer? Wo ist mein Chief Engineer? Ich brauche den. Ich brauche meinen Chief Engineer hier. Denn dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Was? Ja, genau. Verdammt, ich glaube, ich habe ihn irgendwie kaputt gemacht oder so. Ihr wisst doch schon, was ich hier vorhab. Ich will hier nämlich Mana Amplifier bauen. Gut, entweder sehe ich den nicht oder ich habe den aussehen kaputt gemacht oder so. Nun denn, dann macht mal hier ihr Pause erstmal und dann erstmal so und wir machen einmal so. Huch. Maus spinnt schon wieder. Das ist ja die wahre Pracht. Ich habe erstmal ja gehofft, dass die Maus hier deswegen spinnt, weil die Batterien schon fast leer waren. Aber nein, ich wurde gerade vom Gegenteil überzeugt. Die Maus spinnt deswegen, weil die Maus einfach nur spinnt. Ja. Das ist eine super Begründung. Aber hey! Jetzt sind wir da schon dort oben hier angegriffen. Warte mal, was? 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 Ich hatte auch schon wieder irgendwie so eine Balliste. Ich hoffe zumindest, es war eine Balliste. Und kein rollender Turm. Ja, es war eine Balliste. Denn eine Balliste kann ich einfrieren. Aber kein rollenden Turm. So. Dann wollen wir mal hier die Mana-Steine zerstören. Denn ich denke mal, ihr würdet mir dabei zustimmen, wenn ich sage, dass die eindeutig viel zu viel Mana haben. Mana. Tirscher, da war Tirscher. Nein. Die Maus hat ja nicht mitgemacht. Ach, verdammt. Gut. Jetzt heißt es auf zur Gegenoffensive gegen Zon. Ich habe aber keine Verteidigung mehr. Nun, da muss ich wohl ziemlich schnell sein. So, dann kommt mal mit. So. Oh, da kommt wieder Besuch an. Eine Chimäre. Ah, schön blutig hier auch alles. Ich hab mich eingestellt, dass es alles schön blutig ist. So. Und jetzt erleben die Zonen erstmal ihr blaues Wunder. Diese dummen Tiere. Beugt euch dem Fortschritt. Oh, der hat den ja versteinert. Verdammt. Mist. Jetzt brauche ich erstmal wieder irgendwie Neo-Dranks. Oder die da. Gut, ihr müsst erstmal rüberkommen. Dringend, schnell. Bisschen ein... Na gut. Dann der eine alleine hier. Und den da oben. Sehr schön. Tirscher, nein, verdammt, Tirscher, du, ah. Komm schon, auf sie drauf, ohne rückwärtige Verluste. Go on without me. Hab ich sie jetzt getroffen oder habt ihr einfach jetzt keinen Bock gehabt, da hinterher zu laufen oder? Ich weiß es nicht. Habe ich Tirscher jetzt umgebracht? Wenn ja, dann müsste ich jetzt ziemlich schnell weg von hier. Denn ich sehe da gerade, wir werden angegriffen. Na gut, ich habe hier... Oh. Aramund zeigt sich jetzt auch mal, okay. Dann
kehrt zurück, meine Kinder. So, wie sieht's aus? Ist er fertig? Ja, ist fertig. Ja, ist ja jetzt gut. So, und du, mein Junge, du kommst da bitte hier ein bisschen beiseite. Jetzt kommen drei Neos. Wow, das ist schon fast viel. Eigentlich gar nicht. Aber wir konnten den Angriff erfolgreich abwehren. Aber was ist denn hier schon wieder los? Was? Wovon denn? Ach, ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Diese blöden... sag doch mal schnell. Hier. Diese blöden Schieß mich tot Teile. Wurfgeschütze. Von wo? Die können unmöglich so eine hohe Reichweite haben. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. So, Freunde, kommt mal alle hier runter. Okay, ich glaube, die Lage wird so langsam aber sicher aussichtslos. Oder auch nicht. Das war doch schon mal irgendwo was. Als nächstes werde ich mich um Elsin kümmern. Weil der Junge einfach nur mehr Glück als Verstand hat. Und das regt mich auf. Und ich würde mal sagen... Oh, schön blutig hier. Ich würde mal sagen... Moment. Ich würde mal sagen, dass er das einfach verdient hat, dann einfach zu krepieren. Vor allem wegen diesem blöden Wurfgeschütz hier. Was mir schon wieder das ganze Mana wegnimmt. Hey, ich habe doch schon ohnehin nicht mehr genug Mana. Hey, ich nehme mir einfach hier die ganze Mana-Position hier ein. Ich bin ein stinkender Menschenkönig. Ja, er stinkt. Elsin stinkt. Und wisst ihr, was noch stinkt? Dass wir heute, für heute Schluss ist. Ich schick mal die Typis hier runter. Das wird ein Spaß. Gut, also nächste Folge kümmern wir uns dann darum, dass wir ein bisschen mehr Mana haben. Und wir kümmern uns dann darum, dass Elsin stirbt. Wir werden uns darum kümmern, dass wir so viel Mana haben, dass er gar nichts beschweren kann. Wie viel Mana braucht denn der Junge? Er braucht so viel, dass er gar nicht angezeigt wird. So, jetzt gucken wir mal an. So viel Mana braucht er gar nicht. Ja, sehr schön. Gut, bevor das Ganze hier nochmal richtig schön aushaltet, würde ich sagen, wir widmen uns den Ganzen in der nächsten Folge. Und darum würde ich sagen, ciao Leute, das haben wir wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Martin. Tschüss, ihr Christoph Genners. Bis dahin.